Ja, hallo Freunde der Nacht, Christian Schumann, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Und ich glaube, heute reden wir mal wieder über Freundschaften, die ja seit der Covid-Zeit noch viel mehr geschädigt sind, als sie wahrscheinlich vorher auch schon waren. Ich habe jetzt nur einmal kurz reingeguckt und dann im zweiten Teil sage ich auch nochmal kurz was zu Julian Zietlow. Oder Jürgen Zietlow, wie wir ihn immer hier liebevoll nennen, wenn euch das interessiert, noch ein bisschen vorspulen. Die Mische Party ist bald in München, ne? 14 Tage. Und genau, ich guck mal gerade mal, ich glaube am 14. findet ihr auch in der Veranstaltung auf liebische.de, wo ihr auch solche Fragen stellen könnt wie diese. So, von Nastavska Kolewska. Lieber Christian, ich würde mich selber eine Videoantwort freuen, da ich momentan meine Liebeschip umprogrammiere, habe ich bemerkt, dass sich das nur noch auf meine Freundschaften auswirkt. Ja, wie gesagt, Liebeschip umprogrammierung, wenn du neu bist, ist ja mein Konzept, dich aus toxischen Beziehungen rauszubringen. Vor allen Dingen, indem du auf dich guckst, nicht nur auf den anderen, dich selber weiterentwickelst, Beuteschema veränderst. Das geht typischerweise einher mit besseren Grenzen. Und das geht typischerweise einher, dass man, ist leider wie so ein Dominostein, dass man auch andere Beziehungen evaluiert, Freundschaften, Familienkontakte und ja, das ist, denke ich, immer so die Nebenwirkung des Liebeschip-Weges, dass da leider oft eine ganze Menge rausfällt, ne? Ich weiß allerdings nicht, ob ich das manchmal zu streng handle. Jedoch fühlt sich das Abgrenzen sehr gut an. Ich hatte eine Freundin, die ich schon seit meiner Grundschulzeit kannte. Ich bin selber Mitte 20, jedoch fiel mir bei dieser besagten Freundin schnell auf, dass man sie plötzlich mindestens 2 Jahre lang nicht sah, sobald sie in einer Beziehung steckte. Gut, das machen ganz viele. Ist natürlich auch ein bisschen so halb verständlich und halb ist es eben auch so ein bisschen, ja, dass man Beziehungen zu wichtig nimmt, ne? Also manche sagen ja so, vielleicht nicht ganz so unrecht, Beziehungen kommen und gehen, aber Freundschaften sind fürs Leben. Stimmt natürlich nicht immer, aber ja, ist eigentlich kein guter Stil, Freundschaften so darben zu lassen, nur weil man in einer Beziehung ist. Ne? Sollte man auch nicht machen. Man nimmt die Beziehung zu wichtig dann. Ne? Am Schluss war, also dass man sie auch gar nicht sieht, das geht auch, finde ich auch nicht freundschaftlich. Ne? Am Schluss war, da hatte sie plötzlich Zeit und wollte sich gefühlt fast jeden Tag treffen, auch insbesondere, um an den Wochenende feiern zu gehen. Ach, als Schluss war, ja klar, das können wir uns vorstellen. Dann werden die Single-Freunde wieder rausgeholt. Dies freut mich total, doch sie ist allerhöchstens immer 3 Monate Single, bis dann plötzlich der nächste Freund kommt. Ich freute mich erst für sie, lernte auch ihren Freund kennen, doch mir fiel auf, dass sie ihren Freund oft mitnehmen wollte, besonders wenn wir Mädelsgruppe unterwegs waren. Ja, ich sag mal so, wenn man über 40, 50 ist, ist das vielleicht gängiger, aber so, ich denke in eurem Alter, natürlich macht ihr Mädelsgruppe, Jungsgruppe. Ich sag ja, wie nimmt Beziehungen so wichtig? Das gibt also jemand, der so latent liebessüchtig ist, falls das bei ihr der Fall ist. Das ist typisch so, dass dann Beziehungen werden zu hoch gehängt und Freundschaften werden eigentlich nur im Kontext von, ach, für eine neue Beziehung, für mich auskotzen und haben gar nicht so einen eigenen Wert. Das ist so typisch bei so Liebessüchtigen. Falls ich das kann ich mir vorstellen, ne? So, ich könnte mir auch vorstellen, dass die so Pluspole, also das ist auch manchmal so eine Toxik des Pluspols, sag ich mal. Was Freundschaften angeht. So, dagegen hatte ich auch nichts, da wir uns auch mit ihrem Freund gut verstanden haben. Jedoch gab es kaum noch Treffen mit ihr alleine. Man hörte auch nichts mehr von ihr, keine Anrufe oder SMS. Als ich in einen starken Liebeskummer rutschte, mit Auszug es mir sehr schlecht ging, hörte ich auch nichts von ihr, obwohl sie über die Situation Bescheid wusste. Dealbreaker, weg damit. Einmal, also kann man einmal ansprechen. Ja, man sollte es immer einmal ansprechen, mindestens, ne? Und sagen, du, finde ich scheiße. Habe ich auch gehabt, habe ich diverse Mal gehabt. Also diverse Mal in meinem Leben, dass ich, ja, als ich irgendwas investiert hatte in eine Freundschaft. Dann brauchst du mal jemand, bumm, nicht da. Ich habe dann die Sachen, also natürlich habe ich es, also ich finde schon mal, man soll es ansprechen, aber wenn es so einseitig ist und du immer für andere da bist, vielleicht mache ich da auch mal ein Video drüber, ich habe auch noch mal ein paar Geschichten gehört und so, das ist Menschen, die nett sind, vielleicht auch zu nett,
Das sind gerade die, die wirklich, wo man immer denkt, das wollen wir doch mehr haben in der Welt, ne? Aber die werden, nette Menschen werden so schlecht behandelt, werden so fucking schlecht behandelt, ausgenutzt, sind häufig mit dem schlimmsten Partnern zusammen. Also wer so durch die Welt geht mit so, ich sende jedem nur Liebe und ich verzeihe alles so auf dem Fuß und ja, guten Morgen, ey. Viel Spaß in dieser Welt, ey. Ja, gut. Also für mich absoluter Dealbreaker und sollte man ansprechen und dann, wenn sich da nichts tut, wäre es für mich gestorben. Aber das würde natürlich zu weniger freuen, ne? Das ist das Problem, ne? Ja. Aber man muss eigentlich, früher habe ich das, glaube ich, ganz oft gesagt, woran merkt man, dass es toxisch ist. Ja, Menschen sind nicht für einen da und es tut ständig weh, ne? Und das haben wir ja auf jeden Fall. Ich schrieb in die gemeinsame Freundschafts-WhatsApp-Gruppe, wie furchtbar es mir geht. Ja, das interessiert natürlich nicht. Die Nachricht wurde zwar von ihr gelesen, es gab aber keine Antwort. Was? Also ich habe sowas auch so oft erlebt, ey. Ich habe das Gefühl, es hat auch noch zugenommen. Also jeder denkt nur noch an sich, vor allem seit Covid. Kann es andere nicht ändern. Also man kann, wie gesagt, das ansprechen und vielleicht einmal in 100 Fällen erreicht man vielleicht auch was. Aber meistens ist es nicht nachhaltig. Du bist dieses, einfach, wie soll ich mal sagen, energetisch in einer anderen Schwingung, so dramamäßig drauf, liebessüchtig, sind oft schlechte Freunde. Nicht immer. Und was willst du da machen, ne? Aber wie gesagt, man kann sich viel auf den Partner fokussieren so und vielleicht so die Freundschaft zurückstellen. Und das ist aber trotzdem noch was anderes, wenn man nicht für jemanden da ist, wenn es dem schlecht geht. Ne? Das finde ich nochmal viel, viel krasser. So, ne? So, sie hingegen rief mich ständig an, sobald sie Probleme mit ihrem Freund hat. Ja, total einseitig. Ne? Irgendwann schlug sie eine gemeinsame Freundin von uns vor, dass wir uns unseren Geburtstag gemeinsam feiern wollten. Wir hatten schon eine Location ausgesucht und ein festes Datum vereinbart. Die Freundin, wo sich kaum noch meldete, Leute, Deutsch, die sich kaum noch meldete, sagte 2 Tage vorher ab, sie sei plötzlich krank. Okay. Dies kam nicht nur einmal vor, auch im November hieß es plötzlich eine Stunde vor einem anderen verarbeitenden Treffen, sie hatte plötzlich Kreislaufprobleme. Als erstes dachte ich, dies kann ja schon mal vorkommen. Aber wenn das nicht stimmt, wird das natürlich sehr manipulativ, ne? Doch meine Freundin erzählt mir, sie würde auch diesen kurz vorher absagen. Ja, die sind halt alles, also ich kann mir wetten, dass das so ein sehr liebessüchtiger Mensch ist, von der Grundlage her. Und sobald dann zum Beispiel wieder ein Date ist, hat er auch so Kumpels. Sobald die dann ein Date hatten, bist du sofort abgesagt, dann haben die aber ständig ein Date, das heißt, wird dann ganz hinten nachgeschoben auf die Prioritätenliste. Macht keinen Spaß, ne? Es ärgerte mich sehr, dass der Geburtstag nur ins Wasser fiel, da wir bei ihren geplanten Geburtstagsfeiern immer erschienen sind und auch ihre Geschenke gemacht haben. Ja, das nur, weil man das selber macht, heißt nicht, dass alles andere das machen, ne? Die auch von Herzen waren. Also ich kann das total verstehen. Wir würden jetzt vielleicht manche Spiris, würden jetzt vielleicht sagen, ja, gib nur, was du auch, wo du nicht zurück willst. Ist auch jetzt Grundlage kein falscher Rat. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das ungesund ist, wenn Freundschaften einseitig sind und dass man das auch, selbst wenn man gerne gibt, dass man das nicht machen sollte. Ne? Ist auch keine, die anderen lernen da auch nichts, ne? Weiß ich nicht. Das führt dazu, dass die Welt immer egoistischer wird, so, ne? Also spieltheoretisch, gibt da so einen Bereich zur Spieltheorie, wie man so bestimmte Sachen löst. Da ist die beste Strategie aus der Spieltheorie ist immer Tit for Tat. Hört sich jetzt nicht nett an, aber das ist so, meine Freunde behandeln mich gut oder mein Freund, ich behandle sie auch gut. Meine Freunde behandeln mich schlecht. Heißt es nicht, du behandelst sie schlecht, aber ja, es hat Konsequenzen, ne? Mache ich nicht mit, ziehe ich mich zurück so, ne?
Meine Freundin, die ihren Geburtstag ebenfalls feiern wollte, schlug mir ein anderes Datum vor, doch ich bekam von der Freundin keine Antwort. Ja, das muss man einfach abhaken, dann, ich weiß nicht, vielleicht ist sie so toll oder ist sie so erfolgreich, also warum kreist ihr so um die, kann man natürlich fragen, weil, ja, dann kommt sie eben nicht drauf geschissen, ne. Das machte mich so wütend, man hörte weiterhin wochenlang nichts von ihr, nur wenn man mit dem Partner Schluss ist, dass sich das so wütend macht, zeigt, dass du und eventuell People-Pleaser Anteile hast, weil man macht immer, man macht und man denkt so, es ist von Herzen, aber irgendwie ist man doch abgefuckt und irgendwann staut sich diese Wut immer weiter auf und irgendwann ballert die Wut dann raus. Also das heißt, es ist auf jeden Fall nicht ein Zeichen, dass du zu viel gemacht hast, sonst bräuchte jetzt nicht wütend sein. Ne? Man war nur gut genug zum Zuhören. Mir reicht es daher, ich löschte die WhatsApp-Gruppe. Ja, es gab keine Reaktion von ihr, dachte ich zumindest. Schließlich bekam ich von den Freunden mit, da ihre Familie miteinander befreundet sind, dass sie wohl sehr schlecht über mich redete, wie ich es denn wagen könnte, sie einfach aus der Gruppe zu entfernen. Ja, das ist halt das Problem. Die machen, also das ist, das habe ich auch so oft erlebt. Die wollen die Scheiße behandeln, wollen das Recht haben, die Scheiße zu behandeln, oder diese Freundin. Und wenn du dann mal sagst, okay, hier ist das eine fucking Grenze, leck mich. Das ist genau was, deswegen bin ich auch immer so zögerlich, wenn Leute so öffentlich rausschreien, haben wir ja auch oft genug besprochen hier auf dem Kanal, da ist die toxische Beziehung, da ist der Narzisst, da ist die Narzisstin. Das sind oft solche Menschen, wo einfach nur mal der Pluspol oder People-Pleaser eine Grenze gesetzt, gewagt hat, eine Grenze zu setzen, die dann völlig ballistisch gehen, ne? Die dann total ausrasten, wie schlimm du bist, weil du darfst es natürlich nicht. Ne? Also die dürfen dich scheiße behandeln, aber sobald du eine Grenze setzt, bist du die Toxe. Ne? Kann man nichts machen. Kann man ja mal, genau wie du das hier machst, richtig stellen. Kannst du sagen, immer wieder faktenorientiert, gar nicht so aufregen. Ne? Die Fakten sind so und so. Aber ja, viele Menschen glauben auch den Leuten, die so ein Drama, kann man nichts machen. Das ist, du kannst nur sagen, wer Drama, wer nicht zuverlässig ist, wer Drama kreiert, fliegt raus. Ne? Damals von dem Coach, von dem ich viel Dating-Sachen gelernt habe, damals kam mir das auch so hart vor, weil er hat immer gesagt, Dating-Prozess, eine Frau macht einmal das nicht, was sie gesagt hat, sofort raus. Dachte ich mir, was, aber hart. Aber ich kann es heutzutage verstehen, weil wenn jemand, das ist ja hier auch, sie sagt, sie kommt und sie kommt nicht und das hört sich alles immer so easy an, na, dann kommt sie eben nicht, aber das sind genau diese Rituale, die nicht mehr funktionieren und die das Leben so unfassbar oberflächlich und anstrengend machen. Ne? Warum kann man nicht einfach, okay, ich habe zugesagt, ich komme, ja klar, wenn ich jetzt wirklich krank bin, aber wie oft passiert das denn? Wie oft ist man denn krank irgendwie? Ne? Und also das sind so die guten alten Werte, die eigentlich mit alt nichts zu tun haben. Es ist einfach Sachen, die das Zusammenleben spaßiger machen, ne? Dass man sich aufeinander verlassen kann. Aber wenn das halt durch den Schornstein geht, schöne neue Welt. Ja. So, wie sie es denn wagen können, sie einfach aus der Gruppe zu entfernen. Die Freunde sagten ihr dann, soll doch auf mich persönlich zukommen, wenn sie ein Problem mit hat und dann drüber reden. Ja, sehr gut. Ich wollte sie auch somit testen, ob sehen, ob vielleicht eine Reaktion kommt. Ihre Antwort war nur, ich schau mal. Es kam natürlich nichts. Ja, das ist jetzt schlecht für dein Ego, aber im Grunde genommen bist du jetzt ziemlich egal. Ne? Ich traue mich es kaum zu sagen, weil du bist dir eigentlich sehr egal. Außer, dass du sie jetzt ein bisschen gekränkt hast. Und das will man aber nicht wahrhaben. So, dann denke ich, wann kommen sie denn jetzt? Ich ziehe mich jetzt zurück, wann kommen sie denn? Aber sie kommen nicht. Weil es einfach die Wahrheit ist. Ne? Nun habe ich auch ihre Nummer gelöscht und damit abgeschlossen. Auch auf diese Handlung folgte keine Reaktion. Das ist wieder das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Ich finde es extrem schade, dass Freundschaften nur aufgelöst werden, wenn man da mal sich plötzlich in einer Beziehung befindet und nicht mehr Priorität 1 ist. Ja, das ist ja jetzt noch nett gesagt, das geht ja schon ein bisschen weiter, ne? Seitdem geht es mir besser, da ich mich sehr ausgenutzt gefühlt habe. Ja, gut gemacht. Die Freunde sagen auch, dass der gemeinsame Kontakt zu ihr wahrscheinlich nur deswegen aus ihrer Seite besteht, da die Familien noch sehr stark befreundet sind. Ansonsten würde auch er einschlafen, da sie bereits bei ihnen auch 7-mal Treffen vorher abgesagt haben. Kann man nichts Neues zu sagen. Auch bei einer anderen Freundin habe ich den Schlussstrich gezogen. Rote Flaggen waren, dass sie sehr schlecht bei mir über ihre besten Freundin geredet hat. Am nächsten Tag waren wir mit diesen in den Club zum Feiern gegangen. Sie sprach davon, dass alle Menschen um sie herum Narzissten wären. Ja, da haben wir es ja schon wieder. Deswegen sage ich auch, seid wirklich, es wird mir ja immer wieder so negativ ausgelegt, wenn ich sage, wo wenn Leute so laut schreien, da ist ein Narzisst, sind die selber oft nicht ganz knusper. Das wird mir ja immer so ausgelegt. Ich wäre so auf
wäre so gegen die Opferseite oder so. Nee, ja, weil gerade, das ist meine durchgängige Erfahrung, dass gerade Leute, die überall rumschreien, auch im Internet, da ist ein Narzisst, da ist ein Narzisst, ja, sind oft die Minuspole, ich sag's mal so ganz vorsichtig. Ja. Weil so richtig co-abhängige Menschen machen sowas eigentlich nicht, ne? So, sie sprach davon, dass alle Menschen um sie herum Narzissten wären, die sie nur ausnutzen würden. Ja, klassische Schuldumkehr. Lovebombing fiel mir ebenfalls auf. Es wurde sehr oft davon gesprochen, direkt zusammenzuziehen, sich ein gemeinsames Haustier zu beschaffen. Ja, das ist Lovebombing. Gemeinsam die Stadt zu verlassen. Das engte mich schon fast ein. Ein Spruch, der mir doch ein sehr schlechtes Bauchgefühl auslöste, war, dass sie eine gewisse Freundin nur deshalb vermisste, aufgrund der Freundschaft wegen. Gemeinsame Unternehmung etc. würden ja fehlen und Unterhaltung. Ansonsten sei sie oft eine blöde Kuh. Auch dass sie mit einer anderen Freundin nur aus Mitleid befreundet sei und sie ja eigentlich gar nicht mögen würde. Da dachte ich mir, wer so schlecht über andere spricht, der spricht ja bestimmt auch schlecht über mich. Ja, absolut. Ich schrieb ihr, dass mir Loyalität und Ehrlichkeit sehr wichtig ist. Na, das ist für die ein Fremdwort, das versteht ihr gar nicht. In einer Freundschaft und daher den Kontakt abbreche. Also Kontakt abbrechen tut man eigentlich, indem man den Kontakt abbrecht und nicht indem man es sagt. Weil das ist ja wieder Kontakt, ne? Das muss man eigentlich nicht ankündigen. Interessant war, dass die Freundin, über die sie am meisten herzog, sich bei mir meldete und mir erklärte, was ein guter Mensch sie sei. Sie würde ja nie ein schlechtes Wort über andere Menschen verlieren. Sie sei total verletzt und ich soll mich darum überlegen, mit ihr zu reden. Ja, das nennt man Flying Monkeys, ne? So, jetzt hast du eher die Bestätigung. Also du hast ja trotzdem Bestätigung gegeben und Zeit und so, ne? So, das will sie natürlich nicht verlieren, so, ne? Du sollst ja in ihrem schwarzen Notizbuch bleiben. Das ist wie in Paarbeziehungen. Und jetzt werden andere Leute hergezogen, dass du nicht in null Kontakt gehst, ne? Das ist leider alles das Gleiche hier, ne? Ich dachte mir nur, wenn du wüsstest, und schrieb ihr, dass sie nicht zu mir passe, ohne weitere Erklärung. So ist genau richtig, da ich nicht mehr in Drama und endlose Diskussionen eingezogen werden möchte. Genau richtig. Es ist allerdings erschreckend, wie gut es solche Menschen schaffen, andere zu manipulieren. Ah, story of my life, also das kann ich total nachvollziehen. Es ist eins der bittersten Sachen im Leben, dass man immer denkt, wann kommt denn die Wahrheit raus? Oder wann sehen andere, wie die ist? Ja, kannst du lange darauf warten. Das ist, weil wenn andere, das ist eine Schwingungssache, ne? Also du schwingst dich jetzt hier hoch. Das ist meiner Ansicht nach auch eine Wirkung von meinen Kursen. Und bist dann nicht mehr auf so einer Schwingungsebene so, ne? Und solange aber da auch andere Freunde noch auf dieser gleichen Schwingungsebene sind, kriegst du ja keinen Stich, ne? Ich versuche mich nur zu schützen, denn dieses toxische Verhalten ist mir vor allem in weiblichen Freundschaftsgruppen sehr oft aufgefallen und auch schon von früher. Es fällt mir jedoch durch solche Aktionen wirklich schwer, Leuten zu vertrauen. Ja, das, wie gesagt, das sind die wirklich ernstzunehmenden Nebenwirkungen des Liebeschiffweges, dass man, also natürlich sollte man nicht zu streng werden, aber ich muss sagen, gerade im Freundschaftsbereich ist meine durchgängige Erfahrung, also immer noch eine Chance, noch eine Chance zu geben, nutzt wirklich absolut überhaupt nichts. Also wenn sich Menschen ändern, dann kommen sie von dich auf dich zu und sagen, boah, ich habe mich echt scheiße verhalten, es tut mir total leid, entschuldigen sich. Und aber so kannst du nicht drauf warten, ne? Aber das heißt nicht, dass es nicht andere Menschen gibt. Also jetzt räumst du auf und dann gilt es halt, andere Menschen kennenzulernen, ne? Mach die fucking Kurse. Was würdest du sagen, wenn man einem Menschen als Freund wirklich erst Vertrauen schenken kann? Es waren Freunde dabei, die ich jahrelang kannte, die mich fallen lassen, nur für eine Beziehung. Also Menschen sind fehlerhaft, das muss man natürlich schon sagen, ne? Und ich finde, nur weil dich mal jemand fallen lässt für eine Beziehung, wenn er dahinter ankommt und sagt, das tut mir wirklich leid, ich habe mich falsch verhalten und Mann, nächstes Mal mache ich das besser und mache es nächstes Mal besser, ist ja alles gut. Aber hier ist ja, also hier ist es so eine richtig dreckstoxische Freundschaft, wo es überhaupt keinen Spielraum gibt, ne? Und jetzt siehst du Sachen, die du vorher nicht gesehen hast, so, ne? Und es tut mir wirklich leid, dass du auf diesem Weg bist. Zwinker Smiley. Aber was willst du da machen? Es ist alternativlos. Es ist, du kannst den Weg nur gehen. Du kannst, das sage ich immer, du kriegst das Huhn nicht wieder ins Ei. Dein Bewusstsein hat sich jetzt erweitert. Und das führt dazu, dass man toxische Situationen nicht besser aushält, sondern immer schlechter aushält. Und das genau passiert dir. Du kannst es einfach nicht mehr aushalten. Und das ist gut. Aber es ist frustrierend, weil da fallen natürlich nicht gleich die netten Leute aus der Wand irgendwie, ne? Gut, das mal dazu. Was denkt ihr dazu? Dann noch kurz, wollte ich jetzt nicht extra ein neues Video zu machen, zu Jürgen Zietlow, wie wir ihn immer hier nennen.
Haben wieder viele geschrieben, kannst du noch mal was Neues zu machen? Also ich glaube, das brauche ich nicht extra ein neues Video machen. Also ich habe mal gestern die Stories reingeguckt, habe die mal so durchgeklickt. Nur, also im Grunde genommen sagt er jetzt, das war alles falsch, was er vorher gedacht hat. Und irgendwie ist es jetzt doch toll, monogam zu sein. Und er hat seine Frau nicht richtig gewertschätzt. Und jetzt sieht er alles anders. Und ja, und jetzt ist wieder alles toll. Ich meine, jetzt kann man das so sehen, dass es einerseits ist, dass ich habe ja 1 Million Paare behandelt in der Midlife-Crisis. Ja, dann ist es häufig so, einer geht weg, lebt sich aus und dann, oh ja, nee, das war ja doch nett, wenn Mami immer die Socken gewaschen hat und so und geht wieder zurück. Aber häufig gehen die dann wieder weg und gehen dann wieder zurück und dann bist du ganz schön in so einer On-Off-Geschichte, die man nicht haben will. Also von daher, meine Prognose ist leider, dass das nicht lange anhält und eher so, ich würde mal schätzen, so in 3 Monaten wieder andere Frauen datet, aber lass mich gerne eines Besseren belehren. Ihr könnt das hier gerne bookmarken. oder zumindest die Beziehung geöffnet hat, würde ich mal sagen. Also sie hat für mich überhaupt keine Grenzen. Das ist einfach nur lächerlich, finde ich. Aber es heißt lächerlich. So sind Menschen halt, die keine Grenzen haben. Und ja, im Grunde genommen, für mich ist es einfach ein Entertainer, ne? Also wenn man jetzt mal von dieser Paardynamik mal weggeht, es hat auch nichts zu tun mit nur die Liebe zählt, was viele immer so schreiben auch darunter. Ja, das ist jetzt wahre Liebe. Nein, das ist einfach seine Bindungsmuster hemmungslos ausleben, ohne Rücksicht auf Verluste. Und also es ist einfach typische Dreck, den du, nein, nicht Dreck, sorry, das ist das falsche Wort, aber typische Problematik, Paarbeziehung nur hier aufgeblasen durch sein großes Ego noch so, ne? Und was soll man dazu sagen? Ne? Also es ist ja, vielleicht packe ich das auch in ein zweites Video. Aber ich guck mal. Ansonsten, wie kann man ja, ich habe ja ein Video gemacht, Jürgen Zietlow beginnt sein Wirken. Also wie kann man so eine, so sagen, okay, heiß Excitement, ich habe hier einen Stein der Weisen gefunden. Ich meine, ich fand das immer alles lächerlich, aber Stein der Weisen gefunden, mache dies, mache jenes, und verkauf Coaching-Calls für, weiß ich nicht, tausende Leute bestimmt. Sei ihm alles gegönnt, aber vermittle diese Lehre und 2 Wochen später stelle ich mich da hin und sage, aber das ist, wie er halt ist, ne? Nee, war alles falsch. Ich bin wieder verarscht vorkommen. Ich so einen Coaching-Call gebucht. Nee, ist doch alles, monogame Beziehung ist doch gut. Also, und wie gesagt, in ein paar Wochen, ein paar Monaten, vielleicht sogar ein paar Tagen, wird schon was anderes sein. Deswegen super Unterhaltung. Aber was ich halt höchst problematisch finde, ist Umgang mit seiner Tochter. Also es ist für mich wirklich, mir stehen sämtliche, also ich habe ja wirklich, ich finde ja wirklich lustig, wenn Leute ihren Spaß haben und, aber seine Tochter da reinzuziehen, das finde ich so einen Dreck, wirklich, so auch wie sie da so angezogen ist und ihren Instagram-Account zu geben, sorry, das ist für mich unterste Kanone, das ist absolut unterste Kanone und auch sie zu nutzen für Drama, so dass sie da irgendwelchen, ja, ich habe jetzt nicht alles durchgeguckt, aber es ist auch irgendwo gelesen, irgendwelchen komischen Posen sich da zu fotografieren und die einfach so Fragezeichen aus, so, warum ist jetzt, warum so, ne? Warum wird das jetzt so fotografiert? Und ich glaube, es geht nur darum, ja, Drama zu erzeugen. Und das finde ich auch nicht mehr witzig. Da, also das kann man mit seiner Frau meinetwegen machen oder mit Erwachsenen oder da Kinder reinzuziehen. Und das Gleiche gilt für dieses Rapé. Also ich bin jetzt kein Drogenexperte, aber ich selbst verstanden, dass es ein hochkonzentriertes Nikotin ist. Und Nikotin ist einer der süchtig machsten, ich glaube der 10 süchtig macht es ein Stoff, die es gibt. Ich meine, das wäre in so einer Skala von 1 bis 10 ist das irgendwie auf 5 oder so, ne? So, und das hängt ja ein bisschen damit zusammen, das heißt nicht, dass es der schädlichste Stoff ist, aber obwohl das Nikotin ist schon. Aber gut, ihr gesagt, aber süchtig machen, das ist halt, das liegt auch daran, kurzer Wirkungseintritt, geht schnell wieder vorbei, das, ne, so tak, 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 und das macht halt sehr süchtig. Und wenn das jetzt verzehnfacht ist oder vervielfacht und das auch noch, ja, gut, das machst du mit Rauchen natürlich auch, aber dann, ich glaube, im Nase ist es noch krasser, dass direkt über die Nase kommuniziert wird.
ja, würde ich sagen, neue Drogensucht anlockt, ne? Und das zu propagieren, kann man gar nicht, also ich kann es gar nicht fassen, dass das überhaupt erlaubt ist, aber zu vermarkten, zu verkaufen, ja, würde ich sagen, wird doch gleich Drogendealer, also wirklich, was soll man da sonst zu sagen? Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare, wir sehen uns mal wieder, ciao.